Für mich ist ein großartiges Leben. Ein großartiges Leben für mich ist... Also für mich ist ein großartiges Leben. Ein großartiges Leben für mich ist... Ein großartiges Leben für mich ist ein Leben, das ich habe selbst gestaltet. Herauszufinden und das mit jedem Tag, wie ich etwas mehr Liebe schenken kann. Jeden Tag einen kleinen Schritt näher an mein wirkliches Potenzial zu kommen. Wenn ich meine Qi-Formel leben darf. Also das heißt im Grunde, ich bleibe gesund. Ich habe Harmonie mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit Teilnehmern, mit allen Menschen, die ich begegne, aber auch die Zufriedenheit der stille Achtsamkeit genieße, Lebensfreude immer weiterhin habe und dankbar zu sein, dass ich überhaupt auf dieser Welt sein darf und meinem Hobby zum Beruf machen konnte, die Berufung habe, Menschen damit zu begeistern. Wenn ich wirklich liebevoll leben kann. Einfach Liebe. Liebe annehmen kann, Liebe geben kann und die Großartigkeit des Lebens wirklich voll genießen und erleben kann, in all seiner Fülle. Ist in jedem Augenblick dem Weg meines Herzens zu folgen. Ein Leben voller Liebe, Lust und Leidenschaft. Ein Leben, in dem man seine Berufung gefunden hat, in dem man eine Familie hat, in dem man einen Partner an der Seite hat und ein Leben, in dem man seinen Kindern etwas mit auf den Weg geht, indem man seinen Kindern versucht, ein gutes Vorbild zu sein und sich dann gemeinsam freut, wenn man ganz oben angekommen ist. Zeit für das Wesentliche zu haben. Zeit für mich selber, für Sport, für Liebe, Amore. Zeit für mein Haustier, für die schönen Dinge des Lebens zu haben und wenn ich sie mir nehmen kann. Genau, auch mal Zeit zum Nichtstun, zum Gähnen, zum Abhängen, zum Chillen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin die Königin in meinem Reich und ich bin in Aktion und nicht ich bin in Reaktion und ich reagiere auf das, was mir das Leben zuspielt, sondern ich bin's, die mit meinem Leben spielt. Wenn ich immer spüre, was macht mir Freude, was macht mir Spaß, was macht mich gerade glücklich und ich alles umsetzen kann. Wenn ich zwar vielleicht manchmal auch spüre, so diese innere Stimme, die sagt, das geht nicht, weil... Und ich dann aber an den Punkt komme, wo ich sage, und es geht doch, und ausprobiere, und es dann gelingt. In mir zu ruhen, zu lernen, zufriedener zu sein, immer zufriedener zu werden, meinen eigenen Weg zu gehen. Und zwar so, dass ich gleichzeitig andere auf ihrem Weg unterstützen kann. Wie ich das machen kann, was mir so am Herzen liegt. Ich kann beraten, ich kann meine Bücher schreiben, ich kann in der Freiheit, die wir haben, sagen, was ich denke. Da bin ich sehr zufrieden. Ein Leben, in dem sich alle Menschen mit Empathie begegnen. Wenn ich mit mir selber achtsam lebe, nach eigenen Entscheidungen und meine eigenen Erwartungen erfüllen kann. Morgens aufzuwachen, erholt in den Tag zu starten, ein Ziel vor Augen zu haben und mich gesund zu ernähren, mich mit netten Leuten zu treffen und abends glücklich und zufrieden wieder ins Bett zu fallen. Wenn ich in den letzten 20 Minuten meines Lebens zurückschauen kann und sagen kann, es war vielleicht nicht perfekt, ich habe vielleicht viele Fehler gemacht, aber ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe mich komplett verschenkt. Einfach glückselig zu sein. You could.